Hallo und herzlich willkommen bei Baufroom24 TV. Da bei uns bald ein großer Handytest bevorsteht, zeigen wir euch heute schon mal das Unboxing vom CAT B15. Das CAT B15 ist ein Handy von dem Hersteller Caterpillar und reiht sich ja in die Riege ein von Merchandising-Artikeln wie den Schuhen und Jacken. Gucken uns einmal an, was sich in dem Handy, in der Verpackung befindet. Und zwar einmal das Caterpillar B15 an sich. Das legen wir aber erst einmal zur Seite und gucken uns an, was sich innerhalb der Box befindet. Neben Anleitungen und einer witzigen kleinen Anleitung auch in der Form des Handys befindet sich hier drin ein Headset. Nehmen wir das einmal raus. Und zwar ein ganz normales Headset, jetzt nicht in ihr. Oder sonst irgendwie so hochqualitativ, sondern ja, ganz einfaches Standard-Headset. Dann natürlich ein Micro-USB-Kabel, ein Kabel zum ein Ladegerät zum Aufladen mit einer Leistung von 5 Volt und 1 Ampere. Und was ganz nett ist, es gibt extra Laschen für den Kopfhöreranschluss und für den Micro-USB-Anschluss. Und zwar so sehen die aus, die man dann natürlich mit einer Schraube, die sich auch hier drin befindet, befestigt. So, packen wir das alles mal weg. Kommen wir nun zu den Äußerlichkeiten des Handys. Und dies beginnt direkt, wie man sehen kann, hier vorne mit dem Display. Das Display oder das Glas des Displays besteht aus Gorilla-Glas und zwar von der Firma Corning, welches sich als sehr kratzfest und robust beweist. An den Seiten befindet sich Aluminium und auf dem Rücken besteht das Handy aus Gummi. Und diese Gummihülle kann man auch hier schön abziehen. Und zum Vorschein kommt ein 2000 mAh Akku und die zuvor geschützte 5 Megapixel Kamera. Was Sie hier nicht sehen, ist ein Blitz, der hier leider bei dem Handy nicht verbaut wurde. Daher muss man ohne einen Blitz auskommen, welches bei schlechten Lichtverhältnissen natürlich nicht von Vorteil ist. Schließen wir die Rückseite nun. Diese muss natürlich sehr genau geschlossen werden, da sonst natürlich Staub und Wasser eindringen können. So, schließen wir nun einmal das Handy und kommen auf die Seiten. Hier befinden sich die Lautstärkeregler, und zwar für die Lautstärke einmal nach oben und die Lautstärke nach unten. Und der Knopf in der Mitte ist für den Auslöser der Kamera. Oberhalb befindet sich einmal der Ein-Ausschalter und natürlich auch der Standby-Knopf. Des Weiteren befindet sich hier hinter der Lasche der 3,5 mm Kopfhöreranschluss, der sich hier auch wieder einfach verschließen lässt. Auf der rechten Seite befindet sich hier nur der Micro-USB-Anschluss und auch natürlich wieder hinter einer Lasche, der hier aber relativ tief oder sehr stark in das Gerät verborgen ist, sodass es wahrscheinlich schwer sein kann, andere Micro-USB-Kabel damit zu verwenden. So. Unterhalb des Geräts befindet sich natürlich nichts. Und kommen wir nun zu dem Betriebssystem des Handys. Dafür machen wir das Gerät einmal an. Zum Vorschein kommt direkt ein CAT-Startbildschirm mit einer kleinen Ladeanimation. Das Betriebssystem ist ein Android-Betriebssystem und zwar mit der Version 4.1 Jelly Bean. Das Display hat eine Auflösung von 480 Pixeln in der Breite und 800 Pixeln in der Höhe. Hier sehen wir das Handy jetzt, wie es gestartet ist. Und ein Vorteil bei diesem Handy ist, dass es sich hierbei um einen Dual-SIM Slot-Handy handelt. Hier können zwei SIM-Karten eingelegt werden, und zwar einmal zum Beispiel für die Arbeit und einmal für den privaten Gebrauch. Und beide können so nebeneinander funktionieren und ist man so natürlich einmal von der Familie aus erreichbar und auch einmal von der Arbeit aus. Das Betriebssystem an sich ist relativ unangetastet, also anders wie bei der Serie von Samsung, also bei der Galaxy-Reihe, wo diese eine eigene Oberfläche haben, hat dies ein relativ unangetastetes Android, außer, wie man hier so schön sieht, durch gewisse CAT-Apps, die wie zum Beispiel einfach nur bei CAT-Phones auf die Internetseite von Caterpillar führen. Hier sehen wir auch noch einmal schön die Geschwindigkeit
Also es gibt kein Checkerboarding, wie man das hier so schön nennt, kein großes Nachladen der Seite. Das war's dann erstmal von diesem Handy. Mehr zu diesem Handy und auch weiteren Handys seht ihr in Kürze auf Bauforum24TV. Bauforum24TV. Construction in Motion.